Es ist eine traurige Geschichte, die damals geschehen ist, am 20. Juli 1944. Aber die Bundeswehr sagt, das, was Stauffenberg und seine Mitstreiter versucht haben, den Tyrannen zu töten und damit das Morden, das sinnlose Sterben in Europa zu beenden und Deutschland wieder zurück in die Völkergemeinschaft zu führen, war nicht umsonst. Denn sozusagen sein Gedächtnis, sein Geist lebt weiter. Und damit herzlich willkommen. Phoenix vor Ort meldet sich heute Abend live aus dem Verteidigungsministerium in Berlin. Heute an diesem 20. Juli 2012 findet hier ein öffentliches Gelöbnis statt. 400 Rekruten werden gleich ihr Gelöbnis ablegen und wir werden das Ganze live übertragen. Der Bundeswehr ist es wichtig, das Ansehen von Stauffenberg zu pflegen und will damit Hinweise geben für die Soldaten, wie sie ihre Wehrpflicht, wie sie ihren Dienst für das Vaterland in Zukunft dann ablegen werden, mit welchem Bewusstsein sie diesen Dienst leisten werden. Wir sind sozusagen im Vorlauf des Gelöbnisses. Die Rekruten sind schon eingetroffen und Oberstleutnant Uwe Ziesack ist bei uns. Der wird das Ganze freundlicherweise fachkundig für uns kommentieren. Wir haben noch einen ganz kleinen Moment Zeit, bevor es hier richtig losgeht, das offizielle Programm startet. Ich habe es gesagt, es findet ja alles statt an diesem 20. Juli 1944, der ja ein dramatischer, ein schwieriger Tag war, im Erinnern an Stauffenberg und seine Mitstreiter. Warum macht die Bundeswehr das? Warum sollen die jungen Rekruten, die heute hier ihr Gelöbnis ablegen, das im Bewusstsein an Stauffenberg tun? Also im Traditionserlass der Bundeswehr ist festgelegt, dass die Traditionslinie der Bundeswehr auf drei Bereichen beruht. Das sind einmal die Reformer von 1813, also Gneisenau, Scharnhorst und vom Stein. Dann der Widerstand gegen Adolf Hitler und sein staatsterroristisches Regime, also Stauffenberg. Und dann die Geschichte der Bundeswehr selber. Das sind also die drei großen Traditionslinien, die die Bundeswehr hat. Das ist ein toller Tag für diese jungen Leute, ein spannender Tag. Bevor wir eingehen auf das Prozedere, das hier gleich stattfinden wird, noch ein Satz zu dem, was es hier ja an Diskussionen heute gegeben hat, vor allem hier in der Hauptstadt, über den Ort des Geschehens. Wir sind ja hier im Bendlerblock, das gehört zum Gelände des Verteidigungsministeriums. Hier wurde damals auch Stauffenberg erschossen und in den letzten drei Jahren fand dieses öffentliche Gelöbnis am 20. Juli immer auf dem Platz vor dem Reichstag statt. Diesmal aber nicht. Warum ist das so? Also wir hatten ja hier vorher schon Gelöbnisse gehabt auf diesem Platz. Es waren hochrangige Gäste hier. Ich erinnere nur daran, dass der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, damals hier eine Rede gehalten hat, dass der polnische Staatspräsident hier zu Gast gewesen ist und sich sehr in einer sehr emotionalen und positiven Rede an die Soldaten gewandt hat. Und der Verteidigungsminister und der Bundestagspräsident haben sich eben darauf geeinigt, dass es einmal hier stattfinden soll, vor dem Wendlerblock und einmal vor dem Reichstagsgebäude. Und es sind eigentlich beides würdige Orte. Reichstagsgebäude natürlich bekannter, weil dort der Sitz des deutschen Parlaments ist. Aber auch der Wendlerblock, Sie sprachen es gerade eben an, Gedenkstätte deutscher Widerstand und auch das Ehrenmal der Bundeswehr ist hier beheimatet. Für die gefallenen Soldaten, das ist ja erst in den letzten Jahren hier eingerichtet worden, mehr als 40 deutsche Soldaten sind ja in Afghanistan gefallen und auch an diese Menschen wird an diesem Ort erinnert, das wollen wir nicht vergessen zu erwähnen. Nun haben die Rekruten hier Aufstellung genommen. Welche Waffengattung sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt die Rekruten der Luftwaffe. Wir müssen also heute sagen, wir haben heute auch ein Norwurm wieder dabei. Wir haben eigentlich immer ein Norwurm dabei. Heute sind Rekruten aus allen fünf Organisationsbereichen bzw. Teilstreitkräften hier vertreten. Also Heer, Luftwaffe, Marine, Sanität und Streitkräftebasis. Diese können Sie auch gerne dem ausliegenden Programmheft entnehmen. Gut, die Rekruten sind einmarschiert, haben jetzt Aufstellung genommen. Was wird danach geschehen? Jetzt wird gleich die Ehrenformation einmarschieren. Die, wie der Lautsprecher gerade sagt, aus dem Korps der Bundeswehr und eben aus einer Formation des Wachbataillons. In Stärke von ca. 150 Soldaten werden hier einmarschieren und dann hier, dann kann es quasi losgehen mit dem Gelöbnis. Das Ganze wird natürlich auch mit Musik untermalt. Welche Musik wird gewählt für diesen Zweck? Da gibt es immer unterschiedliche. Es kommt drauf an, wer spielt. Heute spielt das Musikchor aus Bonn, Bonn-Siegburg. Und die wählen immer etwas konzertantere Musik. Aber wenn die Musikstücke nachher kommen, kann ich ja noch einige Dinge dazu anmerken.
Genau, Prominenz wird gerade hier genannt. Natürlich der Verteidigungsminister ist da, Thomas de Maizière, der Generalinspekteur der Bundeswehr. Vielleicht können wir noch mal kurz erläutern, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Also der Verteidigungsminister ist zwar sozusagen der politische Dienstherr. Und wie sieht die Arbeitsteilung mit Herrn Wieker aus? Die ist eigentlich ganz einfach. Der Verteidigungsminister ist der Oberbefehlshaber der Bundeswehr in Friedenszeiten. So einfach ist das. Und Herr General Wieker ist der oberste Soldat der Bundeswehr, also der höchste Soldat der Bundeswehr. So, die gastgebende Stadt ist quasi auch vertreten. Klaus Hovereit, der regierende Bürgermeister. Peter Ramsauer, der Verkehrsminister, ist auch hier und wohnt dem Gelöbnis bei. Das ist kein Eid, der hier gleich abgelegt wird, sondern es ist ein Gelöbnis. Das ist eine andere Form von Treueschwur, den die Soldaten hier gleich ablegen würden. Wie lautet er? Ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland, treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Kann auch geleistet werden, mit der Formel wird heute hier wahrscheinlich nicht gemacht, so wahr mir Gott helfe. Jetzt sind die Soldaten seit 1. Juli im Dienst der Bundeswehr. Das heißt, sie sind jetzt schon seit rund 3 Wochen Soldaten oder wird man jetzt erst zum Soldat, wenn man gleich das Gelöbnis abgelegt hat? Nein, die sind natürlich schon seit 1. Juli bei uns bei der Bundeswehr. Aber wenn ich mich noch an meine Zeit erinnere, die liegt ja nun auch schon fast 35 Jahre zurück, da muss man sich erst eingewöhnen. Das sind andere Lebensumstände hier, da möglicherweise auch ein anderer Ort, wo man seinen Dienst tut hier. Und da braucht man schon ein bisschen Gewöhnung, um sich hier einzugewöhnen. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich auch alle ein bisschen aufgeregt sein werden, denn die kommen ja aus 10 verschiedenen Standorten hier in Deutschland. Und nach Berlin sind sie hier gekommen, auch eine Premiere. Und da ist das schon was Besonderes, wenn man hier sein Gelöbnis leistet. Das ist ja jetzt eine Freiwilligenarmee. Das ist jetzt keine Armee der Wehrpflichtigen mehr. Ist es schon ein großer Unterschied zu früher? Man merkt es schon. Man kann es schon merken. Die Umgangsformen sind einfach ein bisschen anders geworden hier. Man merkt es auch daran, dass man so sieht, nehmen wir mal die Zahlen, die wir haben, 25% entschließen sich hier quasi vorzeitig durchschnittlich ihren freiwillig geleisteten Wehrdienst abzubrechen, aus privaten Gründen, aus persönlichen Gründen hier, aus beruflichen Gründen, weil man einen anderen Job beispielsweise gefunden hat. Das war vorher so in dieser Zeit nicht möglich gewesen hier. Man traut sich kaum was zu sagen. Es ist ganz still auf dem Platz. Wir sind quasi die Einzigen, die im Moment hier sprechen. Ist das bewusst so gewählt, die Inszenierung, oder gehört es einfach zum Protokoll? Das gehört einfach zu der feierlichen Zeremonie dazu, dass nicht gesprochen wird hier, dass nicht irgendjemand einer zwischenredet hier, sondern dass man sich auf die Veranstaltung konzentriert. Und die Veranstaltung soll ja auch eine gewisse Würde repräsentieren. Aber wir sind weit genug weg. Wir können reden, wir stören die Veranstaltung auch nicht. Dort Marine. Dort ganz genau die Marinesoldaten und Soldatinnen aus Bremerhaven von der Marineoperationsschule. Jetzt sehen wir die Sanitäter, die kommen aus dem hohen Norden Deutschlands, aus Seeth. Eine wichtige Rolle, kann ich mir vorstellen, spielen die Sanitäter auch angesichts der Situation in Afghanistan? Die Sanitätstruppe ist natürlich sehr gefordert, ja, bei allen Einsätzen und also auch personell stark im Einsatz hier entsprechend vertreten. Neben den 400 Rekruten, die gleich das Gelöbnis ablegen werden, sind auch Familienangehörige geladen. Insgesamt sind hier 2000 Gäste im Innenhof des Verteidigungsministeriums, haben sich hier versammelt bisher. Hat Gottlob das Wetter mitgespielt? Das war ja in den letzten Tagen nicht so und das war auch in den letzten Jahren nicht unbedingt so. Ich habe mir sagen lassen, letztes Jahr war es so warm, da sind einige der Rekruten, der Neurekruten umgekippt. Ja, die Witterung ist natürlich ideal. Nicht? Man könnte jetzt auch Fußball spielen, nicht? Also so 20 Grad, nicht leichter Wind, also wunderbar, also auch für das Gelöbnis hier. Und wir hatten hier schon und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen, strömender Regen, Hitze, sodass wir auch mal ein Gelöbnis hatten, wo die Rekruten nur im kurzen Hemd angetreten sind. Die Musik setzt ein. Was genau geschieht jetzt? Jetzt marschiert die Ehrenformation ein und die Truppenfahne. Wir werden das gleich im Bild sehen können. Ehrenformation heißt, was sind das für Soldaten? Das sind Soldaten des Wachbataillons hier aus Berlin. Eine Ehrenkompanie, ungefähr 100 Soldaten, die hier anmarschieren mit der Truppenfahne. Und an der Spitze das Musikkorps der Bundeswehr aus Bonn.
Nun geht es an den Rekruten vorbei, das kann man schön sehen. Aber da gibt es auch für die Neurekruten kein Vertun. Die dürfen keine Miene verziehen, die müssen stramm stehen. Das haben sie schon in den ersten 3 Wochen zuerst lernen müssen, oder? Das war natürlich der Schwerpunkt der Ausbildung, weil der 20. Juli liegt ja ziemlich nah am Monatsbeginn dran, dass man darauf eben den Schwerpunkt legt auf den Formaldienst. Und die haben natürlich hier auch einen dabei, den Protokollfeldwebel vom Wachbataillon, der vorher die Soldaten noch mal instruiert hat und auf die Veranstaltung vorbereitet hat. Jetzt. Also jetzt können wir uns wieder unterhalten. Gerade wurde mal richtig laut hier an dieser Stelle. Also Disziplin wird nach wie vor groß geschrieben. Muss ja so sein, sonst kann eine Armee nirgendwo auf der Welt funktionieren. Ehrenformation, geht die jetzt noch weiter? Marschiert sie weiter oder wird jetzt hier stehen bleiben? Die bleibt jetzt hier stehen. Jetzt kommen die entsprechenden Kommandos des Führers der Ehrenformation und dann die Meldung an den Bataillonskommando des Wachbataillons. Zum feierlichen Gelöbnis der Soldatinnen. Was geschieht jetzt? Jetzt kommt die Meldung des Führers der Ehrenformation an den Kommandeur des Wachbataillons. Gelöbnisaufstellung, Augengarde, aus! Das Gewehr über! Gewehr ab! Gelöbnisaufstellung, wurde! So, die Formationen haben jetzt hier Stellung bezogen. Das heißt, das war jetzt der erste Teil. Der Einmarsch ist damit beendet. Was folgt jetzt als nächstes? Als nächstes folgt jetzt die Meldung an den Bundesminister der Verteidigung, Herrn Dr. de Maizière. Und danach ist dann das Abschreiten der Front durch den Bundesminister der Verteidigung und den Generalinspekteur der Bundeswehr. Das heißt, wir haben jetzt die Gelegenheit, noch einmal ein bisschen zu sprechen über das, was sozusagen 20. Juli und die Bezüge für diese jungen Menschen bedeuten kann. Wie sieht's aus? Staatsbürger in Uniform ist ja immer wieder, auch heute, ein wichtiges Stichwort. Wie werden diese jungen Leute vorbereitet auf das, was sie später erwartet im Dienst? Zur Meldung an den Bundesminister. Sie werden dadurch vorbereitet, einmal natürlich im Bereich der politischen Bildung, ja, was ein elementarer Bestandteil der inneren Führung ist. Natürlich auch nicht nur in dem Bereich politische Bildung, innere Führung, sondern natürlich auch durch praktischen Dienst. Nicht? Also ich sage mal Waffenausbildung, Sanitätsausbildung hier, Ausbildung am Geschütz, am Panzer, das gehört einfach hier mit dazu.
Abschreiten der Gelöbnisaufstellung mit Minister de Maizière und Generalinspekteur Volker Wieker. Die beiden gehen jetzt an allen vorbei, einmal rund um den Platz, um den gesamten Bendlerblock und neben quasi die Formation, die sich aufgestellt hat, ab. Ganz genau. Wir werden gleich sehen, sie werden vor der Truppenfahne Halt machen und die Truppenfahne grüßen. Wir sehen das gleich. Der Minister verneigt sich kurz und der Generalinspekteur grüßt die Truppenfahne. Der Minister de Maizière steht ja im Gegensatz zu seinem Vorgänger für eine ganz sachliche Art und Weise, sein Ministerium zu führen, jedenfalls nach außen hin. Merkt man das in der Truppe auch? Schlägt sich das in der Truppe nieder? Also in der Truppe schlägt sich das nicht so nieder, weil mit dem Minister haben wir direkt nicht so fürchterlich viel zu tun, ja, sondern mit den direkten Vorgesetzten. Aber man kann ja ganz offen sagen, man merkte schon, dass sein Vorgänger doch mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war als er. Es ist schon ein anderer Stil vorhanden. Aber ich habe so viele Minister schon mitgemacht in meiner 35-jährigen Dienstzeit. Es ist bei jedem Minister so, jeder ist anders. Und er muss die Bundeswehr weiter umbauen. Standortschließungen ist ein wichtiges Stichwort. Da wird vieles realisiert werden müssen bis 2016. Wird das große Veränderungen für die Bundeswehr nach sich ziehen? Mit Sicherheit wird das große Veränderungen für die Bundeswehr nachziehen. Die Reduzierung auf 175.000 Mann im Gegensatz zu 250.000 Mann, die wir mal hatten, sind natürlich enorme Veränderungen, die man da im Gefüge der Bundeswehr haben wird. Nicht nur Standortschließung, auch Personalveränderung. Wir sollen ja auch jünger werden und einsatzbereiter werden. Also da sind Veränderungen einfach nicht auszuschließen. Das liegt einfach auf der Hand. Ja, wir sollen auch jünger werden, sagen Sie, ein gutes Stichwort. Die Freiwilligen, die sich jetzt gemeldet haben, wie sieht deren Dienst jetzt zeitlich aus? Für wie lange werden sie Dienst tun und wie geht es dann weiter? Das sind so im Durchschnitt, die freiwillig Wehrdienstleistenden leisten im Durchschnitt Dienst von 14 Monaten. Ja? Also man kann von 12 bis 23 Monaten seinen Dienst hier leisten und die durchschnittliche Zeit ist eben hier 14 Monate. Die Gäste erheben sich. Ja, der Minister und der Generalinspekteur begrüßen die Gäste nochmal. Wir werden gleich hören die Begrüßung durch den Bundesminister der Verteidigung, Herrn Dr. de Maizière. Gewehr! Ob! Gelöbnisausstellung! Wunderbar! Herzlich begrüße ich unter uns den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Herrn Norbert Lammert, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, meine Kollegen und den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Herrn Helmut Königshaus, den Bundesminister, meinen Kollegen Peter Ramsauer, für die anwesenden Vertreter des Landes Berlin und aller Länder, den regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Klaus Wowereit, und dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Herrn Ralf Wieland. Ich begrüße Frau Monika von Hassel und einen meiner Vorgänger, Franz Josef Jung. Exzellenzen, liebe Angehörigen und Nachkommen des deutschen Widerstandes, liebe Gäste und vor allem liebe Soldatinnen und Soldaten. Ich begrüße Sie alle hier auf dem Paradeplatz des Bundesministeriums der Verteidigung in Berlin. Vor dem Ehrenmal für unsere gefallenen Kameraden. Wir gedenken ihrer mit Respekt und Dankbarkeit. Wir verneigen uns vor ihrem Opfer. Wir bleiben den Angehörigen verpflichtet. Nur wenige Meter entfernt ist auch der Ort, der für den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime zentrale Bedeutung erlangt hat. Von diesem Haus,
damals noch unter der Adresse Bendlerstraße, wurde am 20. Juli 1944 der militärische Widerstand gegen Hitler geführt. Und im Hof des Bendlerblocks fand er noch am Abend desselben Tages sein brutales Ende. Wir haben heute daran erinnert. Der 20. Juli verpflichtet uns alle, heute und in Zukunft. Deshalb sind wir stolz darauf, dass die Adresse des heutigen Verteidigungsministeriums in Berlin Stauffenbergstraße heißt. Liebe Rekruten, Sie geloben heute der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Dem eigenen Vaterland treu dienen. Aus dieser Motivation handelten auch die Frauen und Männer des 20. Juli. In der Diktatur legten sie tapfer Zeugnis ab für das andere Deutschland, ein Deutschland in Freiheit und Recht. Sie trugen ihren Teil dazu bei, dass Deutschland wieder Teil der internationalen Gemeinschaft werden konnte. Es waren zumeist junge Soldaten, die an diesem Tag den entscheidenden Schritt zur Tat wagten. Sie sind ein bleibendes Vorbild auch für jene, die sich für den Dienst als Soldatinnen und Soldaten in unserer Bundeswehr entschieden haben und entscheiden und entscheiden werden. Also ab heute auch für Sie. Die Bundeswehr stellt sich bewusst in die Tradition des Widerstandes vom 20. Juli 1944 und in die Tradition des Neubeginns der Bundeswehr mit dem Staatsbürger in Uniform. Soldatinnen und Soldaten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben als Bundeswehr den Auftrag, für die Sicherheit unseres Landes, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger und für unsere Interessen einzutreten, im Bündnis und mit internationaler Verantwortung. Diesen Auftrag erfüllen Sie als Soldaten und Mitarbeiter der Bundeswehr, Tag für Tag. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Ich weiß, dass die Bundesregierung, das Parlament und das deutsche Volk sich auf Sie verlassen können. Das erwarte ich auch für die Zukunft. Liebe Familien und Freunde der Rekruten, Freiheit und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Sie gehören zusammen. Darin liegt auch ein Vermächtnis der Frauen und Männer des 20. Juli für uns und unsere Zeit. Dabei scheinen Freiheit und Verantwortung doch auf den ersten Blick gar nicht zusammenzupassen. Manche, vielleicht auch manche junge Menschen fragen sich, bin ich denn frei, wenn ich Verantwortung trage? Oder werde ich dann nicht eher unfrei? Verpasse ich nicht einen Teil meiner Freiheit, wenn ich einen Dienst leiste? Bin ich anschließend der Dumme, wenn ich meine Zeit und Kraft für andere, für unser Land einsetze? Und doch stehen Sie heute als junge Soldaten hier und treten nach reiflicher Überlegung und aus freien Stücken den Dienst in der Bundeswehr an. Sie legen Zeugnis ab, dass Freiheit ohne Verantwortung zügellos wird. Freiheit braucht die ordnende Kraft des Rechts. Persönliche Freiheit hält nur mit Verantwortung eine ganze Gesellschaft dauerhaft frei und stabil. Liebe Eltern der jungen Soldaten, Sie kommen aus ganz Deutschland. Ihre Töchter und Söhne, die hier stehen, kommen heute aus Einheiten in Germersheim, Belitz, Berlin, Bremerhaven, Munster, Augustdorf, Holzminden, Bad Frankenhausen, Neubrandenburg und Seeth. Sie haben Ihren Töchtern und Söhnen mit auf den Weg gegeben, dass Selbstverwirklichung auch Einsatz verlangt. Sie haben Ihren Töchtern und Söhnen mit auf den Weg gegeben, dass unsere Freiheit aufmerksam bewahrt und gelegentlich auch beschützt werden muss. Sie haben Ihren Töchtern und Söhnen mit auf den Weg gegeben,
dass Freiheit eben immer auch Verantwortung bedeutet. Sie haben Ihren Töchtern und Söhnen mitgegeben, dass ohne Anstrengung kein wirklicher Erfolg bevorsteht. Sie haben Ihren Töchtern und Söhnen Werte mit auf den Weg gegeben und vorgelebt, was es bedeutet, so zu leben. Sie haben dazu beigetragen, dass Ihre Töchter und Söhne heute hier stehen. Dafür sind wir Ihnen als Gesellschaft, bin ich Ihnen ganz persönlich von Herzen dankbar. Sehr geehrte Damen und Herren, Soldaten und Mitarbeiter, Rekruten, wir sind heute Bürger in einer freien Demokratie. Wir müssen keinen Widerstand leisten, um unserer Freiheit und unserer Verantwortung gerecht zu werden. Als freie Bürger sind wir aus freien Stücken und im Interesse der Freiheit gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Manche in unserer Nachbarschaft, manche in den Kommunen, manche mit einem politischen Mandat, manche im Ehrenamt. Und alle unsere Soldaten und Sie als Rekruten übernehmen Verantwortung im Dienst für die Bundeswehr und damit für unser Land. Sie können stolz sagen, wir dienen Deutschland. Es sprach Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Im Anschluss folgt jetzt ein Musikstück, dargeboten vom Musikchor. Es lautet Marsch 1, Bataillon Garde, von einem anonymen Autor.
Nun, liebe Zuschauer, erwarten wir die Gelöbnisansprache durch den Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker. Sehr geehrter Herr Präsident des Deutschen Bundestages, Exzellenzen, sehr geehrte Herren Bundesminister, Herr Regierender Bürgermeister, Herr Präsident des Abgeordnetenhauses, sehr geehrte Damen und Herren Staatssekretäre, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, Eminenzen, meine Herren Generale und Admirale, sehr verehrte Gäste, vor allem aber Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Sie, liebe Rekruten, geloben heute unserem Land treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie tun es freiwillig. Sie tun es an einem bedeutenden Tag der deutschen Geschichte und an einem bedeutenden Ort für die Bundeswehr, in der sie dienen. Wer sich auf diese Weise persönlich in die Pflicht nimmt, unserem Land und seinen Bürgern zu dienen, handelt mutig, sagt unser Bundespräsident. Daher ist es mir eine große Genugtuung, dass Ihnen heute so zahlreiche Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft, Kirchen und Kultur, Wirtschaft und Medien ihre Referenz und ihren Respekt erweisen. Sie tun es gemeinsam mit ihren Angehörigen und Freunden und verdeutlichen damit in wohltuender Weise jenen Rückhalt, den ihr Handeln in ihrem persönlichen Umfeld und in der Gesellschaft genießt. Darüber freue ich mich und danke allen Gästen, dass sie uns heute die Ehre erweisen. Liebe Rekruten, Sie leisten heute Ihr feierliches Gelöbnis an einem Tag, an dem Deutschland an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 68 Jahren erinnert und der mutigen Frauen und Männer des deutschen Widerstandes und der Gruppe um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, gedenkt. Daher könnte auch der heutige Ort Ihrer Gelöbnisaufstellung kaum symbolträchtiger gewählt sein. Im vergangenen Jahr haben wir die Gelöbnisfeier vor dem Reichstagsgebäude, dem Sitz des Deutschen Bundestages, begangen. Jener Ort mit der Inschrift „Dem deutschen Volke“ macht uns deutlich, wem wir dienen. Heute sind Sie vor dem Ehrenmal der Bundeswehr angetreten und schauen auf die Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendlerblock. Und hier wird uns in seiner ganzen Tragweite bewusst, was dieses ausmacht. Für die soldatische Gemeinschaft, aber auch für jeden Einzelnen von Ihnen. Die Bundeskanzlerin sagte ihren älteren Kameraden zum gleichen Anlass vor 3 Jahren, Stauffenbergs Name steht für eine gültige Definition der Grenzen des Gehorsams, nämlich dort, wo heute unser Grundgesetz unveränderliche Grundwerte setzt. Daraus erwächst sein Verdienst. Genau damit begründen er und seine Weggefährten im Widerstand eine der wesentlichen Traditionslinien der Bundeswehr. Sie sind uns heute Vorbild, Leitbild und Verpflichtung. Zitat Ende. In dieser Verpflichtung auf unsere Grundwerte, liebe Rekruten, macht die Würde als unveräußerliches Recht aller Menschen auch Ihr Gewissen zu einer moralischen Instanz. Es anzuleiten und zur Werteordnung unseres Staates in Bezug zu setzen, ist die wichtigste Aufgabe der inneren Führung. Denn unser Gewissen folgt keinen festen Regeln. Mal schwankend, sucht es nach Ausflüchten und lässt sich beschwichtigen. Mal eindringlich,
wächst es aus Verunsicherung und sucht nach Orientierung. Und mal erschütternd lähmt es eigenes Handeln oder treibt es geradezu an. All das ist keine theoretische Gedankenübung, meine lieben Kameradinnen und Kameraden, sondern vielfach erlebte Realität einer Armee im Einsatz. Einer Bundeswehr, die ihren Soldaten in jungen Jahren abverlangt, was ihren Mitbürgern ein Leben lang erspart bleibt. Und das meint eben auch die Anwendung militärischer Gewalt in einem hochkomplexen Regelwerk gegen einen Gegner, der ohne Bindung an das humanitäre Völkerrecht seine Kräfte so zur Wirkung bringt, dass nur er selbst Zeitpunkt, Ort und Wahl der Mittel bestimmt. Sich gerade in solchen Lagen zu besinnen, dass man nicht Soldatin oder Soldat eines beliebigen Landes ist, bleibt unser Anspruch. Und der ist hoch. Die jungen Menschen, meine Damen und Herren, die wir einem solchen Spannungsfeld fernab der Erfahrungswelt in der deutschen Bevölkerung aussetzen, erwarten zu Recht Orientierung und Führung, vor allem aber auch Rückhalt und Anerkennung. Und das nimmt uns alle gemeinsam in die Pflicht. Wer durch seinen freiwilligen Dienst in der Bundeswehr der Gesellschaft, aus der er kommt, die Hand ausstreckt, darf erwarten, dass sie auch ergriffen wird. Dazu mahnt auch das Ehrenmal der Bundeswehr, auf das wir schauen und mit dem wir all jener gedenken, die in Ausübung des Dienstes für unser Land ihr Leben verloren. Es stünde einem vereinten und selbstbewussten Deutschland gut zu Gesicht, wenn wir nicht darum bitten müssten. Liebe Rekruten, mit Ihnen tritt erneut ein Jahrgang in die Bundeswehr ein, der auch uns ein querschnittliches Bild gesellschaftlicher Strömungen und Entwicklungen vermittelt. Sie kommen aus allen Teilen unseres Landes und repräsentieren seine soziale, regionale und kulturelle Vielfalt. Einige von ihnen haben ausländische Wurzeln, weil ihre Eltern sich entschlossen, Deutschland zu ihrer neuen Heimat zu machen. Darüber freue ich mich, denn mit ihrem Dienst leisten sie ein Bekenntnis zu unserem Land, das weit über den erwartbaren Rahmen hinausreicht. Wer so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, darf das auch mit wohlverstandenem Selbstbewusstsein nach außen vertreten. Ich jedenfalls wünsche mir viele Nachahmer. Liebe Kameradinnen und Kameraden, wenn man Sozialstudien vergangener Jahre trauen darf, sind sie individualistischer aufgewachsen als frühere Jahrgänge und pflegen weniger traditionelle Bindungen. Aber Freundschaft, Verlässlichkeit und Familie sind ihnen weiterhin wichtig. Durch häufigen Kontakt mit ausländischen Kulturen, eine nahe grenzenlose Europäische Union, Tourismus und globale Vernetzung wurden sie viel internationaler groß als vorangegangene Generationen. Die Vielfalt neuer Medien und deren Omnipräsenz sind sicher eine Bereicherung. Aber sie verführen auch zu nahezu ununterbrochener Kommunikation. Nicht selten beobachten wir aber auch deren sprachliche und zwischenmenschliche Verarmung. Denn Beziehungen zu Mitmenschen werden zunehmend medial gestiftet und auf gleiche Weise beendet. Die oft unbequeme Auseinandersetzung mit dem Gegenüber bleibt auf der Strecke. Sie ist aber wichtig für unsere Persönlichkeitsbildung, denn darin reifen wir. Beziehungen werden dadurch weniger belastbar
und das spüren wir. Ihr Mitteilungsbedürfnis vervielfacht sich über die sozialen Netzwerke. Es speist aber auch ein schier unbegrenztes digitales Gedächtnis, das längst verdrängte Jugendsünden noch nach Jahren und Jahrzehnten bestrafen kann. Die von uns allen zu Recht empfundene Bereicherung birgt also auch Risiken, deren wir uns bewusst sein sollten, um verantwortungsvoll damit umzugehen. Denn nun dienen sie in der Bundeswehr und erfahren, dass die Gemeinschaft ein Wert an sich und das Gebot zur Kameradschaft verpflichtend ist. In ihrer Konsequenz und Tragweite ist diese Erfahrung sicherlich so neu für Sie, wie sie es auch für meine Generation gewesen ist. Denn sie bedeutet nicht nur Rücksichtnahme, sondern vielmehr die Rückstellung eigener Interessen und Neigungen, um nicht eine Gemeinschaft zu gefährden, die in einer Weise aufeinander angewiesen ist, wie man es außerhalb der Streitkräfte nur selten antrifft. Erst daraus nämlich erwächst dann jene Tapferkeit, die in kameradschaftlicher Einbindung und ethischer Verpflichtung die Furcht vor Tod und Verwundung überwinden lässt. Wer so handelt, hat keinen Dienstgrad und wird für uns alle zum Vorbild. Mit Ihrer mutigen Entscheidung, als Soldat in der Bundeswehr zu dienen, werden Sie erfahren, wie geben, ohne zu fordern, eine Gemeinschaft bereichern kann. Sie werden aber auch persönlich spüren, welche Genugtuung daraus erwächst, denn darin liegt der Sinn soldatischen Dienens, wenn Sie heute geloben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Wir alle, die wir schon in der Bundeswehr Dienst leisten, werden Ihnen vertrauen. Denn nur so dürfen wir von Ihnen verlangen, dass Sie bereits in jungen Jahren große Verantwortung übernehmen. Von Ihren Vorgesetzten können Sie erwarten, dass Sie Ihren Führungsanspruch beweisen, indem Sie für Sie nicht nur Bezugsperson, sondern Vorbild sind und Ihrer Verantwortung gerecht werden. Sie findet Ausdruck in souveränem Handeln, Entschlossenheit, aber auch sicherem Gespür für die berechtigten Belange Ihrer anvertrauten Soldaten. Liebe Kameraden, Ihre hier anwesenden Eltern, Geschwister und Freunde kennen Sie schon lange, wissen um Ihre Stärken und Schwächen. Wir kennen Sie noch nicht. Für uns sind Sie junge Frauen und Männer, die sagen, ich bin bereit, Deutschland zu dienen. Diese Bereitschaft nimmt uns alle gemeinsam für Sie ein. Es sprach der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker. Als nächstes folgt ein Musikstück mit dem Titel Hoch Heideggsburg von Rudolf Herzer.
ein konzertanter, fast schon beschwingter Marsch, hat Oberstleutnant Uwe Zieser gerade gesagt. Das ändert aber nichts daran, dass es ein aufregender Moment ist für die jungen Leute, denn drei sind schon umgekippt bzw. mussten rausgeführt werden. Das ist ein anstrengender Moment auch. Ja, kann passieren. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. Die Soldatinnen und Soldaten sind erst seit ca. 3 Wochen im Dienst. Dann die Hektik, die man heute gehabt hat, dann trinkt man möglicherweise hier wenig und dann kann das natürlich schon mal passieren. Wünschen wir Ihnen von dieser Stelle hier eine gute Besserung und dass Sie gleich wieder hier mitmachen können. Ja, einige sahen blass aus, aber so schlimm war es, glaube ich, nicht. Jetzt steuern wir auf den Höhepunkt so langsam, aber sicher zu, auf das Gelöbnis. Das ist jetzt aber, glaube ich, noch das Vortreten der Fahnenabordnung. Das ist das Vortreten der Fahnenabordnung und hier natürlich auch eine Besonderheit. Ich hatte ja schon am Anfang angesprochen, dass wir 10 Einheiten hier haben. Jede Einheit hat eine Truppenfahne. Das wäre natürlich heute ein bisschen viel, wenn wir 10 Truppenfahnen hier hätten. Also hat man sich entschieden, wir nehmen die Truppenfahne vom Wachbataillon. Nicht verstanden. Genau, die Truppenfahne ist jetzt von die Fahne auf uns vorgetreten. Fahnenträger ist immer ein Unteroffizier mit Porte-Pee, begleitet von 2 Offizieren. Jetzt tritt die Rekrutenabordnung vor. Wir sehen, es sind 6 Soldatinnen und Soldaten, Heer, Luftwaffe und Marine werden hier repräsentiert und sie werden jetzt gleich da vorne ihre Hände auf die Truppenfahne legen und dann das Gelöbnis stellvertretend für alle dort vorne ablehnen. Gelöbnisaufstellung zum feierlichen Gelöbnis. Stüß! Das Gewehr. Ü! Achtung! Präsentiert das Gewehr! Zur Truppenfahne. Augen rechts! Soldatinnen und Soldaten, sprechen Sie mir nun zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe. Ich gelobe. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Und das Recht. Und das Recht. Und die Freiheit des deutschen Volkes. Und die Freiheit des deutschen Volkes.
tapfer zu verteidigen. Tapfer zu verteidigen! Das war also der Moment des Gelöbnisses am 68. Jahrestag des 20. Juli 1944, des Versuches durch Stauffenberg und seine Mitstreiter Adolf Hitler zu töten und damit dem NS-Staat ein Ende zu bereiten. Es folgt die Nationalhymne. Soldatinnen und Soldaten, ich stelle fest, dass Sie gelobt haben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und bereit sind, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Nun folgt das Bekenntnis, des Treuebekenntnisses durch, also die Bekräftigung durch Minister durch und auch nochmal durch Volker Wieker. Durch den Generalinspekteur, durch den, ich sehe dort auch den Präsidenten des Bundestages, Herr Dr. Lammert, ja, und durch den Kommandeur des Wachbataillons. Sie haben gelobt, Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das meint auch das Demonstrationsrecht in diesem Land. Ich sage das deshalb, denn von ferne hört man Protest, Pfiffe. War es aufgeregt? Ja, selbstverständlich. Das gehört mit dazu, sage ich mal, dass man auch dafür entsprechend hier eintritt und dann dieses Recht verteidigt, was ja auch ein hohes Gut ist. Wie lange haben Sie sich verpflichtet? 12 Monate. 12 Monate. Welchem Schulabschluss? Im Abitur. Schön, gut. Viel Erfolg. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Alles Gute. Danke. Wo kommen Sie her? Kassel. Kassel. Sanität. Jawohl. Genau, hier zu erkennen. Ne? Wie viele Monate? 12. Und vielleicht noch länger oder war es das? Jawohl, danach wollte ich studieren bei der Bundeswehr. Medizin? Jawohl. Was haben Sie für einen NC? 1,8. Nicht schlecht. Hatte ich auch. Alles Gute. Ja? Danke. Ja, auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute und vielen Dank. Dankeschön. Wo stammen Sie her? Aus Großenerich. Wo liegt denn das? In Thüringen. Mhm, schön. Und wie lange haben Sie sich verpflichtet? Für 23 Monate. Mhm. Warum nicht 2 Jahre? 23 Monate war das Maximale, was man. Ach so, was ja, gut. Werden Sie als Zahnsoldat vielleicht. Das kommt danach. Bei Bewährung. Möglicherweise. Alles Gute. Dankeschön. Ja? War harte Formalausbildung? Ist gut machbar. Glück gehabt, dass der Sommer nicht so heiß war, ne? Oh ja. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Vielen Dank. Wie heißen Sie? Lars. Vielen Dank. Okay, Sie stammen woher? Aus Kiel. Naja, das gehört dann ja dazu. Haben Sie Soldaten in der Familie? Ja, habe ich. Vater? Nee, der Onkel. Der Onkel. Genau. Und der hat zugeraten?
Ihr Onkel dazu geraten? Ja, er fand es gut. Wie viele Monate machen Sie? 12. 12. Alles Gute. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, danke. Und viel Erfolg. Wo stammen Sie her? Freiburg. Breisgau. Jawohl, aus dem Süden. Und jetzt in Germersheim die Grundausbildung. Genau, korrekt. War es hart? Bitte? War es hart? Bisher. Formaldienst war in Ordnung. Die Grundausbildung beginnt jetzt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sie mussten viel Formalausbildung machen, damit Sie hier gerade auslaufen genau. können. Genau. War auch ein hartes Stück. Ja, aber es war nicht so heiß. Wie viel haben Sie sich verpflichtet? 23 Monate. Und danach möchte ich gerne SAZ werden. Offizier militärfachlichen Dienst Richtung Flugsicherung. Mhm. Haben Sie Abitur? Nee. Mittlere Reife. Holen Sie jetzt nach. Jawohl. Viel Erfolg. Alles Dank. Gute. Dankeschön. So. Also, da erfährt man doch einiges. Ja. Jungen Rekruten bei diesen Fragen vom Minister stellvertretend für all die anderen hat er ein Kurzinterview hier geführt. Und damit klingt die Veranstaltung schon so langsam aus. Gleich gibt es noch die Europahymne. Das ist schön. Zunächst die Nationalhymne und dann die Europahymne. Ja, das ist ja beziehungsreich gerade in diesen Tagen, wo es um Euro-Rettung und Ähnliches geht. Das hat ja nicht nur mit der Euro-Rettung zu tun. Es ist auch so ein bisschen von der Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe, dass wir hier auch anlässlich des 20. Juli internationale Gäste gehabt haben, wie beispielsweise den polnischen Staatspräsidenten, den holländischen Ministerpräsidenten, den norwegischen Ministerpräsidenten. Und da ist das so eingeführt worden und da ist das also quasi so mit in den hier in diese Veranstaltung mit aufgenommen worden, ist auch so geblieben. Also die Rekruten gehen jetzt zurück in ihre Reihen, ihre Kameraden. Dann die Europahymne. Ich habe es erwähnt, es gibt einige Proteste hier in der Nähe, aber es sind viel, viel weniger als in den Jahren zuvor. Ist das auch ein Zeichen, dass die Bundeswehr jetzt mitten in der Gesellschaft angekommen ist, mehr als früher vielleicht? Also ich sage mal, die Bundeswehr ist schon immer mitten in der Gesellschaft angekommen. Ich bin 35 Jahre dabei, fahre auch ab und zu hier in Uniform zum Dienst mit der U-Bahn, habe da noch nie irgendwelche Probleme hier. Naja, sie war aber mehr in der Kritik als heute. Ja, das ist vielleicht auch immer eine Frage der Zeit, wenn Sie beispielsweise hier die Nachrüstungsdiskussion aus den 80er Jahren ansprechen. Da ging es entsprechend hier emotionaler zu. Aber ich glaube, die Bundeswehr ist einfach in der Gesellschaft angekommen. Ist ein fester Bestandteil dieser Gesellschaft. So, Truppenfahne. Augen rechts. Fahne, Marsch. Kommt, ja. Also, so schnell geht's nicht. Die Veranstaltung ist nicht zu Ende. Die Truppenfahne tritt jetzt wieder zurück in die Ehrenformation. Und danach hören wir dann noch hier ein entsprechendes Musikstück, die Europahymne hier. Und dann Ausmarsch und dann ist die Veranstaltung nachher auch zu Ende. Gerade aus. Thank you.
Das Gewehr üben! Zum Ausmarsch der Truppenfahne. Augen rechts! Damit beginnt jetzt der Schlussteil des Gelöbnisses an diesem 20. Juli, nämlich der Ausmarsch der Ehrenformation. 400 Rekruten haben ihr Gelöbnis abgelegt. Herr Oberstleutnant Zisak, was folgt nun für diese jungen Menschen? Wie geht es jetzt weiter? Muss mal gucken, wir haben hier schon die unterschiedlichsten, heute Abend beispielsweise, die Masse wird nach Hause fahren. Und danach geht die Grundausbildung der Soldaten natürlich weiter. Nicht mit dem Schwerpunkt Formalausbildung, sondern die Ausbildungsabschnitte, die wir vorhin schon angesprochen haben. Sanitätsausbildung, Waffenausbildung, Gefechtsausbildung, das ist dann Schwerpunkt. Ja, was die Zukunft diesen jungen Menschen bringen wird, das wissen wir nicht. Möglicherweise wird der eine oder andere vielleicht abspringen werden und einen anderen beruflichen Weg einschlagen. Aber das zeigen ja die ersten Erfahrungen, doch ein Großteil bleibt dabei bei der Bundeswehr und findet dort seinen Weg, seine berufliche Zukunft. Wir wollen Ihnen Glück wünschen von Herzen. Glück wünschen, dass Sie all das finden werden, was Sie suchen mögen, und dass Sie das Gelöbnis, was Sie heute abgelegt haben, ja vielleicht auch ein ganz klein wenig im Sinne von Stauffenberg in die Zukunft mit hinübernehmen werden. Das war's aus dem Verteidigungsministerium. Live aus dem Bendlerblock, einem beziehungsreichen historischen Ort. Oberstleutnant Uwe Zisak und ich, wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer. Und wir entlassen Sie, Klaus Wobereit und Peter Ramsauer und die anderen Ehrengäste, mit einer Zusammenstellung, mit einem Zusammenschnitt einiger Musikstücke bis zur Tagesschau, einiger Musikstücke, die hier auch im Vorprogramm zum Vortrage gekommen sind, und fangen an mit einem Musikstück mit dem Titel Frei weg. Damit sagen wir Tschüss hier aus Berlin. Ja, bleiben Sie bitte weiter bei Phoenix, denn es lohnt sich immer. Auf Wiedersehen. Augen rechts! Minister, ich melde das Ende des feierlichen Gelöbnisses. Augen gerade! Aus! Rekrutenkompanien! Runter! Einheitsführer, übernehmen! Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, das feierliche Gelöbnis. Thank you.